So, es geht weiter. Wir werden jetzt hier Etheria ein bisschen erkunden und gehen den einzig möglichen Weg lang. Was sind denn das für Dinge? Oh my, aren't you the sweetest little things? Sind das kleine Feen oder so? Wie doll sie einfach mal eingeatmet hat. Bisschen albern. So kann ich jetzt, ich kann rechts lang. Kann ich auch nach oben? Ja, kann ich auch. Ich möchte erstmal nach oben. Ach, ich finde die Farben hier so toll und dass wir jetzt quasi über allem schweben. Ja. Und ich weiß nicht, ob es in Maske der Acht auch diese Ort ist, den es auf der Karte gibt. Da schweben nämlich auch solche Steine oder Felsblöcke über der normalen Welt sozusagen. Und es könnte sein, dass es auch dieses Etheria ist, wo wir ganz am Ende auch waren, in diesem Land der Sonne. Ich glaube, wir müssen diese kleine Melodie spielen, die die Feen oder was das waren, uns gegeben haben. Nee, das war falsch. Warte. Ha. Können wir es eigentlich angucken da hinten? Nee. Ich glaube, wir können jetzt hier rein. Wenn mich nicht alles täuscht. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Wer seid ihr? Who are you? We are the Fates, mortal. I am Clotho. I spin the fates of women and men. I am Lachesis. I measure the fates of women and men. I am Atropos. I sever the fates of women and men. What do you want of us, daughter of humanity? Ja, keine Ahnung. My daughter is imprisoned by Malicia, and I fear for her life. I must see Oberon and Titania immediately. You cannot. The king and queen have gone on a journey, seeking their own lost child. Take your case to Mab, the Lady of Dreams. Where is this Mab? How can I find her? She lives beyond the waking world, on an island of dreams and nightmares. It cannot be reached in the waking reality. Okay. Diese Lady Mab, gibt es die nicht auch in einem Werk von Shakespeare? Gibt es die nicht bei Romeo und Julia? Und ist das vielleicht auch wieder nur eine Figur aus irgendeiner Mythologie? Vielleicht seid ihr ja schlauer als ich und könnt das in die Kommentare schreiben. Das fände ich sehr interessant. Oder ich recherchiere einfach mal selber. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Valanice, bewegst du dich bitte ein wenig schneller? Das fände ich super. Aha, ein langer Weg.
dann versuchen wir mal hochzugehen. Ach so, nee. Ich glaube, genau, hier muss man immer so ein bisschen komisch rumklicken, damit sie da auch wirklich diese Wendeltreppe hochgeht. Ein liebes Pferd oder ein Pferdegeist? Aha, was es hier nicht alles gibt. Jetzt können wir hochgehen. Bin gespannt, wo wir hinkommen. Ah ja, hier sind diese Beeren oder Trauben oder was das ist. Die habe ich gesucht. Kannst du da draufklettern? Schon wieder dieser Pferdegeist. Ja, jetzt noch mal was nehmen und da wieder runterkommen. Hui! Oh Gott. Was bist du für ein komischer? Der erinnert mich irgendwie an Meister Propper. So, was ist das jetzt? Ambrosia. Ambrosia, haben wir davon nicht auch schon was gehört hier? So. Dann werde ich mal hier reingehen. Sterbe ich jetzt? Ja. What a hideous beast! I could use some advice on how to avoid that thing. Okay, dann, wenn das so ist, versuche ich hier wieder runterzugehen. Ja, da war doch gerade das Zeichen. Und dann werde ich mal auf dem Regenbogen reisen. Da freue ich mich drauf. Es ist, also, es macht einfach Spaß, auch wenn man es nicht selber macht, aber keine Ahnung, als Kind findet man das toll und ich finde das jetzt irgendwie auch immer noch toll und habe mir halt immer gewünscht, auch so einen Regenbogen zu haben, auf dem ich rutschen kann. Und jetzt kommt jedes Mal diese Viecher. Naja, okay. Lassen wir sie mal. Dabei haben wir das Rätsel ja schon beim ersten Mal gelöst. Und jetzt muss ich natürlich nur den richtigen Ausgang hier finden. Ich muss zurück in den Wald. So. Wo geht es wohl in den Wald? Ich nehme hinten links. Okay. Das war zwar falsch, aber vielleicht können wir von hier selber in den Wald gehen. Wenn ich denn den richtigen Weg noch finde. Und mich nicht in der Wüste verirre und vor Durst sterbe. Ach ja, guck mal. Sind wir doch schon richtig. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch noch von hier in die anderen Gebiete. Das sieht gut aus. Aber die Höhlenstruktur ist, glaube ich, wirklich dieselbe wie bei
Wie beim Vulkan unten. Nur, dass halt die Säulen weg sind und das Loch und sowas. Ich glaube, da haben sich die Entwickler nicht die Mühe gemacht, noch einen anderen Tunnel zu entwerfen. Okay, und dann versuchen wir mal hier das Ambrosia reinzustecken. Und gucken, was passiert. Kommt mehr Zeug raus. Ist das ein Granatapfel? Ja. Okay, was machen wir mit einem Granatapfel? Was machen wir mit einem Granatapfel? Ein Granatapfel ist ein Königsapfel. Ich glaube, ich gucke noch mal zu Lord Attis. Denn ich habe gerade irgendwie keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Also ich muss in die Höhle rein. Da brauche ich etwas, um die Biester, um dieses komische Monster abzuwehren. Ah! Du spielst Flöte. Hast du aufgegeben? Hello, Lord Attis. Hello, Valenice. My lady and I wait for the fire from the heavens. Perhaps our fates will be happier in the next world. Ihr wollt jetzt zusammen sterben, oder wie? Kann ich das noch irgendwie kombinieren? Kann ich was mit dem Granatapfel machen? I have replenished the cornucopia, Lord Attis. See, this strange fruit was part of its bounty. A pomegranate? The pomegranate is the symbol of birth and death, of regeneration. Perhaps it could help my Ceres, but no, I dream. Okay, vielleicht kann's ihr helfen. Sweet husband, how I missed you. I cannot stay, Ceres. I must go to Etheria and do what I can to help. The volcano. I know, love. I have work to be done as well. The forest has sustained much damage from Alicia's ugly curse, and I must make it right. You have my deepest thanks, dear lady. Oh, voll schön. Wir haben sie gerettet. Well, my friend. Sie lässt jetzt alles wieder wachsen. Aha. Das heißt, jetzt hat sich irgendwas in Etheria geändert. Dann rufen wir mal unseren Reiter. Und was mache ich jetzt, wenn sich nichts geändert hat? Ich glaube, von hier komme ich noch nach Ugabuga. Also wir waren jetzt in der Wüste.
Ich glaube, wir kommen nach Uga Buga. Vielleicht kommen wir auch noch direkt was wollte ich sagen? Warte, wir kommen in die Wüste. Wir kommen vielleicht in den Wald. Und nach Uga Buga. Und wo kommen wir noch hin? Ich könnte es natürlich einfach ausprobieren, aber es sind, glaube ich, alles Orte, an denen wir schon waren. Vielleicht kommen wir auch nochmal direkt in die Stadt. Woanders waren wir sonst ja nicht mit Valanis. Das ist ja jetzt das 5. Kapitel. Nochmal gucken, ob sich hier was verändert hat. Denn ich glaube, ich weiß... Obwohl, weiß ich, was wir für die Höhle brauchen? Ich glaube schon. Die Frage ist, wo bekomme ich das? Ich gehe nochmal hier rein. Ach so, muss ich nochmal die Melodie spielen? Ja, dann geh mal zur Seite. Oder Lord Attis steht... Wahrscheinlich, ich denke, die können uns nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich steht Lord Attis jetzt da oben und hilft uns. So wie er es auch bei dem grünen Monster getan hat. So, sorry. Kleine Hustenpause vorbei. Ich hoffe, Lord Attis ist da, sonst weiß ich nicht, was wir machen. Hier ist eigentlich auch coole Musik. So ein bisschen epischer, aber noch recht friedlich. Jetzt bin ich gespannt und wehe, der Typ ist nicht da. Der wollte hierher kommen und uns helfen. Das sieht irgendwie schlecht aus. Kann ich irgendwas hier mit der Höhle benutzen? Was uns dabei hilft? Also hier können wir die ja nicht benutzen, ne? Mit dem Stock, das ist ja auch irgendwie sinnlos. Rosellas Kamm. Oh oh, jetzt wird... Ach so, okay. Ich bin nicht tot. Was für Name war das? Ich habe nie eine Kreatur so swift. Okay, ich bin nicht tot. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier oben noch nichts machen können. Vielleicht muss ich dann doch nochmal zu den Damen und denen das sagen und sie fragen, wie wir hier durchkommen. Oh, das war knapp, oder?
Ja, so langsam weiß ich's. Geh noch mal zur Seite.